Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 497 am Donnerstag, den 11. April 2024. Es ist 23.30 Uhr und wir haben 13 Grad Außentemperatur in Schotten. Ja, wie fast geplant, nicht geplant, wie auch immer, bin ich nach wie vor in Schotten und das wird wohl auch so bleiben bis nächste Woche Freitag, bis ich dann den Werkstatttermin habe. Denn ich habe heute echt Glück im Unglück gehabt und heute kam hier ein Mann am Fenster vorbei und ich habe halt gegrüßt und er machte so Daumen hoch und hat irgendwas gefragt. Konnte ich aber durch die Scheibe nicht verstehen, also habe ich die Scheibe aufgemacht und hat halt gefragt, ob es hier schön ist und ne, so, ob es mir gefällt und ob ich Urlaub mache. Und dann dachte ich, ja, jetzt sage ich einfach, was los ist, ne, so. Und dann hab die Geschichte kurz erzählt mit dem Auto, dass ich halt Probleme habe und dass ich noch nicht weiß, wie es jetzt weitergeht, weil ich Wasser brauche und so weiter. Und er sagte, Wasser ist doch kein Problem. Er ist hier der Parkkeeper von dem Gemeindepark, an dem ich hier stehe, auf dem Parkplatz. Und da oben gibt es ein Toilettenhaus und da ist den ganzen Tag die Tür offen und da könnte ich Wasser holen. Also es wäre überhaupt kein Problem. Somit habe ich jetzt für diese Woche zumindest das Problem Wasser gelöst und konnte und kann halt hier stehen bleiben, muss jetzt nicht in dieses Industriegebiet fahren. Und ja, somit weiß das jetzt jemand offizieller auch hier, sage ich mal, im Dorf. Und das ist schon ganz gut. Also das, da hat mir das Leben mal wieder einen Engel vorbeigeschickt. Also da bin ich sehr dankbar drum. Und manchmal ja, gehen ja wieder Türen auf, wo andere sich geschlossen haben. Also das ist wirklich sehr schön zu sehen. Und an dieser Stelle, wenn ich schon von Engeln spreche, möchte ich mich gerne bei allen bedanken. Das werde ich auch nochmal auf Instagram und Facebook machen, die mir in den letzten Tagen so toll beigestanden haben, sei es durch private Nachrichten oder nochmal durch Hilfestellungen, durch Tipps nochmal und einfach nochmal nachgefragt, wie geht's dir oder halt dich tapfer und ja, mir einfach gut zugesprochen haben. Das tat und tut immer noch richtig gut. Bin ich sehr dankbar drum, um Familie, Freunde, aber auch ja, Follower, die einfach auf meine Reisen verfolgen und mein Leben verfolgen und mir dann so herzlich zur Seite stehen. Das tut gerade sehr, sehr gut. Das tut immer gut, aber in solchen Momenten natürlich besonders, weil mich das natürlich schon sehr, sehr beschäftigt alles und auch an den Nerven zerrt. Das könnt ihr euch vorstellen, wie das jetzt die letzten Tage war. Aber es geht weiter. Ja, ich habe heute auch ganz normal gearbeitet noch und werde jetzt einfach die nächsten Tage auch sehr viel arbeiten, um dann ein bisschen, ja, mich da freizustrampeln von arbeitstechnischen Dingen, die ich dann danach eben dann erledigt habe. Also wenn ich dann wieder weiter reisen kann. Das soll alles so sein und ja, werde jetzt das Beste draus machen. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag, irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.